Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei MSL TV und Ihrem Magazin Start, das Modellbahner-Magazin für Anfänger. Heute sind wir zu Gast in Arnstadt. Sie erinnern sich, in den ersten beiden Folgen haben wir über Analog- und Digitalthemen gesprochen und welche fantastischen Möglichkeiten es gibt, die Digitaltechnik auszuloten. Und heute sind wir bei einem ganz besonderen Mann, bei der Ikone des Sounds zu Gast hier in Arnstadt, bei Matthias Henning. Und von ihm erfahren wir einiges zum Thema Sound und Decoder. Wolfgang wird sich mit Matthias Henning zum Thema Sound und deren Geschichte unterhalten. Wir machen akustisch einen kleinen Spaziergang in der Entwicklung der vergangenen 16 Jahre und dürfen auch dem Meister bei der Umrüstung einer Lok über die Schulter schauen. Seien Sie also gespannt. Werte Zuschauer, nachdem wir uns nun beschäftigt haben mit Digitaldecodern, mit Schnittstellen, wollen wir uns nun einer besonderen Decoderart zuwenden, nämlich den Sounddecodern. Das Thema Sound existiert etwa seit 16 Jahren. Ich glaube, es war wohl ESU, jene Firma, die etwa vor 16 Jahren, den ersten Sounddecoder auf den Markt gebracht haben. Im Laufe dieser eben erwähnten 16 Jahre hat sich das Thema Sound zu einem eigenständigen Hobbybereich entwickelt. Es ist auch technisch in diesem Zeitraum viel geschehen. Um Ihnen all das näher zu bringen, haben wir uns nicht einquartiert wie sonst in unserem Studio Frankenhain, sondern wir sind jetzt hier bei dem ersten Mann in Deutschland in Sachen Sound, der Firma Henning im thüringischen Arnstadt. Nun, Matthias, erzähl uns mal, was ist in den letzten 16 Jahren technisch so alles passiert? Wolfgang, ich möchte es mal ganz versuchen, kurz zu fassen. In 16 Jahren, gerade in puncto Elektronik, ist sehr viel passiert. Ich erinnere mich an den ersten Loksound Classic der Firma ESU, der mitunter größer war als die Lok selbst und ich gar nicht wusste, wie ich dieses Bauteil eigentlich überhaupt in eine Lok reinbringen sollte. Elektronisch sind die Dinger heute höchstens noch ein Zehntel zu groß und können bei Weitem mehr. Sie haben mehrere Kanäle. Man hat von 100 Ohm auf 4 Ohm die Impedanz der Audio-Endstufe herabgesetzt, kann dadurch auch mehr Schalldruck erzeugen. Ja. Die Lautsprecher haben sich auch weiterentwickelt. Wir verwenden mittlerweile teilweise Handy-Lautsprecher mit gesonderten Schallkapseln, um hier auch die kleinen Spuren abdecken zu können, Spur N, Spur TT. Sound ist schon lange kein eigenes Markenzeichen mehr der Spur H0. Natürlich, die allerbesten Soundqualitäten erreichen wir eben mit den großen Spuren 0, 1 und 2. Ganz einfach aus der Tatsache heraus begründet, Hubraum ist durch nichts ersetzbar und das gilt immer für die Lautsprecher nach wie vor. Matthias, sehr schön formuliert. Und ich denke auch, wir müssen auch berücksichtigen, insbesondere beim Sounddecoder, die Gesetze der Akustik. Und ich schlage vor, wir schauen uns das mal am Objekt an. Wir gucken uns mal und hören uns mal an Lokomotiven vor 16 Jahren, die etwa so vor 16 Jahren erschienen sind, im Vergleich zu dem, was heute technisch möglich ist. Genau, das werden wir mal tun, um dem Kunden hier ein paar Gehörproben zu geben. Wie schon angekündigt, wollen wir nun einmal Sounddecoder-Geschichte Revue passieren lassen. Beginnen wir mit einer wunderschönen Lokomotive, die 18201, etwa aus dem Jahre 2000 bis 2002, versehen mit einem Sounddecoder der zweiten Generation ESU. Ich habe mal bewussterweise den Deckel vom Tender abgenommen. Als zweites Beispiel für Soundtechnik aus den Anfängen der VT98. Der Decoder ist hier im Gehäuse natürlich untergebracht und nicht wie bei der 18201 in der Feuerbüchse. Das heißt also, wir können hier soundtechnisch das eingeschlossene Luftvolumen nutzen und somit eine bessere Akustik erreichen. Thank you.
kommen wir in die Neuzeit. Vor uns steht eine BR94 ESU mit dem neuesten Sounddecoder versehen. Hören wir mal rein. Nun werden wir etwas hören, was es noch gar nicht gibt, nämlich ein Henning-Sound in der Beta-Version, der erst in Kürze auf den Markt kommen wird. Fangen wir mal an. Das war der Beta-Sound der Firma Henning in der sogenannten Ferkeltaxe oder Blutblase. Als nächstes hören und sehen wir eine BR118 von der Firma Pico versehen mit einem CMOS-Sound-Decoder. Und Matthias, auf geht's! Eine Frage dazu, Matthias, ist das jetzt Henning-Sound oder ist das Pico- oder CMOS-Sound? Das ist Henning-Sound. Entschuldigung, entschuldige die Frage. Gut. Als nächstes sehen wir zwei Beispiele für die Miniaturisierung der Sound-Decoder-Technik. Beginnen wir mit einer Rocco TT Ludmiller, versehen mit dem Henning-Sound, den es so bei Rocco in TT noch nicht gibt, aber geben wird. Fangen wir an. Jetzt fragen wir uns, woher kam die Musik?
genau aus jenem Taurus, betitelt mit Josef Haydn, der dort in der Spur entsteht von der Firma Fleischmann. Ein schönes Beispiel, was Miniaturisierung heute möglich macht. Eine solche Klangqualität vor 16 Jahren in der Spur N, mal nicht mal in der Spur H0, wäre damals denkbar gewesen. So viel erstmal dazu. Jetzt hören wir uns mal die Geräusche des Taurus an. So, werte Zuschauer, jetzt hören wir mal und sehen wir mal eine Lokomotive in einem ganz anderen Kaliber, nämlich in Spur G, BR-132 von der Firma Pico. Wir werden es auch an der Lautstärke hören. Ein sehr schönes Beispiel für Akustik, nämlich wir haben vermerken dürfen, den Einfluss eines großen Lautsprechers und von mehr installierter Lautsprecherleistung. Matthias, eine Frage. Gerade der Otto-Normalverbraucher weiß ja eigentlich nicht, welche Firmen gibt es überhaupt am Markt, die Sounddecoder herstellen. Vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Ja, das ist kein Problem. Es gibt einmal den ältesten und damit auch bekanntesten, das ist die Firma Isu, die 2000 auf den Markt gekommen sind, also mit dem Loxan Classic. Dann hat nachgezogen, meines Wissens, die Firma Dietz, die allerdings nur SUSY-Sound-Module herstellen, in Verbindung mit Uhlenbrock-Decodern oder mittlerweile in allen Decoder-Bautypen, welche eine SUSY-Schnittstelle haben. Dann kam die Firma Zimo auf den Markt mit damals noch den MX640 und 690. Und seit 2 oder 3 Jahren meines Wissens tut auch die Firma Dölernhaus auch München komplette Kombi-Sound-Decoder produzieren, herstellen. Matthias, der Otto-Normalverbraucher wird mit einer SUSY-Schnittstelle nicht gerade was anzufangen wissen.
Was sollte er sich und wir uns darunter vorstellen? Die SUSI-Schnittstelle ist eine Verbindung zwischen einem normalen Decoder, der nur fahren kann und Lichtfunktionen hat, und einem Soundmodul. Dieses Soundmodul ist wirklich nur eine Audio-Endstufe mit dem entsprechenden Einschiebrechner zur Erstellung von Sounddateien. Da hat den Vorteil, dass man auch in kleinere Loks eben die Bauteile getrennt einbauen kann. Ja, zum Beispiel Decoder, Lautsprecher, SUSI-Soundmodul in der Ecke verstecken. Und diese SUSI-Schnittstelle ist aber jetzt keine Erfindung der Sounddecoder-Hersteller oder ist meines Wissens aus der Industrie übernommen worden. Genau weiß ich es allerdings auch nicht. Gut, also modularer Aufbau. Richtig. Ja. Matthias, welche Bewertungskriterien könnte man sich vorstellen für Sounddecoder? Das wird ja insbesondere den Otto-Normalverbraucher wieder interessieren. Warum sollte er diesen oder jenen Decoder nehmen? Wenn es schon mehrere Firmen gibt, muss es ja irgendwelche Markenzeichen dieser einzelnen Decoder der genannten Firmen geben. Sicherlich gibt es hier auch Unterschiede. Ein Unterschied ist erstmal der Preis, der für viele Kunden natürlich wichtig ist, ganz klar. Der nächste Unterschied ist natürlich auch technische Ausführung bei den Decodern. ISO-Decoder zeichnen sich dadurch aus, dass sie soundtechnisch momentan nach meinem Geschmack eigentlich am weitesten sind. Mit ihrem offenen System kann ich da wirklich mein Soundprojekt so gestalten, wie ich es möchte. Zimu und Döhlern Haus-Decoder sind hier noch etwas stark gestaltet, aber man darf sie dadurch nicht unterbewerten. Der Döhler und Haus-Decoder glänzt vor allen Dingen durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Decoder weit unter 100 Euro, die fahren und Sound machen, also sind ganz schwer zu finden. Und deswegen ist das, denke ich mal, auch in Zukunft für viele Kunden eine ganz einfach eine Entscheidungshilfe. Richtig. Und wie sieht es mit der Klangqualität aus? Klangqualität, würde ich sagen, ist momentan der ISU der führende. Aber das ist subjektiv. Sicherlich fürs geschulte Ohr. Ja. Ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, die jetzt kein akustisch geschultes Ohr haben, die da sagen, eigentlich, ich stelle keinen Unterschied fest. Doch, es gibt viele Leute, die das vielleicht nicht tun, aber ich höre schon die Unterschiede raus, weil ich ganz einfach hier mit höheren Abtastraten arbeiten kann, die sich durchaus akustisch bemerkbar machen. Ja, und nochmal, wie war das gemeint mit der statischen Datei und mit der veränderlichen Sounddatei? Nein. Bei ISU ist es so, da habe ich ein offenes System. Wenn ich die Computersoftware öffne, kann ich jeden Container, jede Zuordnung, jede Eigenschaft mir selbst erstellen. Aha. Wenn ich sage, du sollst bei der Fahrstufe in den Keller fahren oder nach oben fahren oder nach hinten oder bei Beschleunigung oder auf Tastendruck reagieren, dann macht er das. Ja. Bei Timo und Döhlern Haus habe ich noch dieses recht festgestrickte Konstrukt, wo die Sounddatei abläuft. Also ich kann weniger ändern. Richtiger. Ja. Genau. Also wenn man erfahren ist, wie meine Wenigkeit, da kann man schon einiges ändern. Aber ISU ist sehr offen, macht ihn dadurch aber sehr kompliziert und viele Endverbraucher haben keine Chance mehr, da noch selbst ein Soundprojekt erstellen zu können. Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Wenn man es nicht weiß, liegt es ja eigentlich auf der Hand vom Otto-Normalverbraucher aus. Ich kaufe mir jetzt vom ISU den Soundprogrammer. Nehme einen Computer dazu, habe dann mein kleines Heimtonstudio und lege los und erstelle mir meine Sounddateien selber. Du hast es bereits gesagt, vielleicht noch ein bisschen weiter erläutert. Otto Normalverbraucher hat also hier kaum eine Chance, oder es sei denn, er ist bereit, sich in das Thema über einen längeren Zeitraum erstmal einzuarbeiten. Oder hat er wirklich auch über einen längeren Zeitraum keine Chance? Doch, er hat schon eine Chance, aber wie gesagt, nur über einen längeren Zeitraum. Mal schnell die Software kaufen und denken, über Nacht und Nebel hier ein Soundprojekt zu gestalten, das soll er bitte ganz schnell vergessen. Das geht auch bei Zimo und Döhler und Haas nicht. Ja. Ich lebe eigentlich hier von langjähriger Erfahrung, die man nicht so einfach mal schnell in 10 Minuten sich aneignet. Ja, sicherlich ein geschultes Ohr und ein findiger Mann, der gerne am Computer arbeitet, wird im Laufe der Zeit sich hier autodidaktisch das aneignen können, aber es geht nicht in 5 Minuten. Ja. Wenn es so wäre, dann hättest du auch kaum Aufträge. Das ist richtig. Würde ja genau. Selber machen, oder? So ist das ja wohl, ne? Sag mal, wie sieht denn die Auftragslage bei dir aus? Also ist so, dass bei den Leuten, die Wert darauf legen, dass der Herr Henning ein Soundprojekt in ihre Lok einbaut, inklusive Decoder, die Wartezeiten hochgehen bis 2 Jahre. Bitte, 2 Jahre? 2 Jahre. Erinnert mich irgendwie an alte Zeiten. Ja, was soll ich machen? Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich eigentlich die Firma nicht mehr aufblasen möchte. Ja, ich tue schon mit einem Auge mal Richtung Ruhestand blicken.
Ja, kann man nachvollziehen. Kommt natürlich erschwerend hinzu, dass ich eben auch Soundprojekte für einige Hersteller erstelle, die natürlich, die Zeit geht natürlich verloren, um an Kundenlokomotiven zu arbeiten. Das muss ich mir eingestehen und das ist auch so. Ist ein ehrliches Wort, eine ehrliche Meinung. Danke. Nun sind eigentlich die soundtechnischen Belange das einzig Schwierige oder gibt es noch andere Dinge, die den Sound-Decoder-Einbau etwas schwieriger gestalten? Ganz einfach aus der Tatsache heraus begründet, der Sound-Decoder ist größer als ein normaler und das Wichtigste, es muss ein Lautsprecher mischen, die Lok. Und das verstehen viele Endkunden nicht so ganz, die kaufen dann den Decoder mit dem Hennig-Sound. Verwenden den kleinsten Decoder, den sie irgendwo kriegen, zu kaufen. Lautsprecher. Den kleinsten Lautsprecher irgendwo zu kaufen bekommen und wundern sich dann, dass es nicht so klingt wie in einem Video von meiner Wenigkeit. Das ist ganz einfach so, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Der Hubra macht die Musik und man sollte eigentlich versuchen, den Lautsprecher so groß wie möglich in seine Modellbahnlok einzubringen. Und dann hat man auch mehr Spaß an seiner Soundlok. Richtig, aber wie kriege ich denn nun die Lautsprecher so groß wie möglich in die Loks hinein, wenn der Platz nicht da ist? Bei modernen Lokomotiven ist es glücklicherweise so, dass die Hersteller reagiert haben schon vor Jahren und haben den Platz geschaffen. Man muss es nur wissen und kann entsprechend große Lautsprecher einbauen. Die zum Beispiel Roco-Maschinen, da passen schon zwei Lautsprecher hin, 10x15 H8 oder die Roco Ludmilla. Muss ich jetzt vielleicht auch mal die Modelleisenbahn GmbH ein klein wenig kritisieren. Sie haben eigentlich einen Platz geschaffen für einen 28 mm Rundlautsprecher, bauen aber am Fließband einen kleinen 10x15 H8 Würfel ein. Schade. Ich ändere das ab und schon klingt die Lok ganz anders. Ganz anders, so kann man sich profilieren. Ja. Gut. Ja, was macht denn nun der Otto-Normalverbraucher oder was machst du, wenn man keinen Platz in der Lok hat, ihn nicht findet? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja nicht so ist, dass man irgendwo am naheliegendsten Platz einen Lautsprecher unterbringen kann. Es wirken ja sicherlich irgendwie Gesetze der Akustik. Das ist völlig klar. Die Gesetze der Akustik wirken und wenn kein Platz vorhanden ist, dann müssen wir den Platz schaffen, wenn es geht. Das heißt, und wir wie? Zerlegen die Lok in alle Einzelteile, nehmen den Rahmen oder das Lokgewicht und ich gehe damit auf die Fräsmaschine und schaffe den Platz. Ist sicherlich mit einer Gewichtserleichterung verbunden. Ja. Die sind aber meistens nicht so tragisch und sind verschmerzbar. Der größere Lautsprecher entschädigt dafür. Richtig. Bevor wir nun wirklich zum praktischen Teil kommen, ist mir doch noch eine Frage in den Sinn gekommen. Wie kommt man auf das schmale Brett, sich eine solche soundtechnische Nische auszusuchen? Warum? Die Industrie bietet alles an, ist eigentlich alles da. Matthias, warum? Ganz einfach erklärt. Die damalige Firma Rocco hat ihr erstes Industriemodell gebracht. Eine Rocco Ludmilla mit damals noch ESU Lok Sound 2, ein Megabit. Kann mich erinnern. Und ich habe die auch bestellt, die Lok, als Händler, habe die aufs Gleis gestellt und fand das so scheußlich, dass ich schnurstracks nach Hause bin und habe eine alte Schmalfilmausnahme aus der Kiste gezerrt, als ich noch Schmalfilm gedreht habe. Und habe von der damaligen Arnstädter Ludmilla, ohne zu wissen, für was ich das brauche, ein Video gedreht. Und habe aus diesem Video mein allererstes Soundprojekt erstellt. Und das war damals schon besser als das Industrieprojekt. Und sofort ging das los. Und das war so etwa Ende 2000, 2001. Und seitdem habe ich natürlich meine Arbeit immer verbessert. Ja, nun ergibt sich aber die Frage, wie konntest du dich gegen die Mitbewerber durchsetzen? Du bist heute die Nummer 1. Damals gab es eigentlich kaum Mitbewerber, weil es war in den Anfängen Kinderschuhen und auch sagen wir, die damalige Firma ESU hat gesagt, ja, das liefern wir alles mit. Ja. Aber sag mal, es gab zwei deutsche Staaten, wer die Geschichte kennt. Und Hersteller in Ulm ist halt hauptsächlich Bundesbahnmaschinen. Und man hat dort ein bisschen vergessen, dass es Reichsbahnloks gab, die irgendwie ganz anders klangen. Und da habe ich alte Schmalfilmaufnahmen gedreht als Jugendlicher oder auch als Mann damals schon von solchen Lokomotiven, einfach aus Spaß und Freude, weil ich eben Eisenbahnfan war. Und von denen habe ich meine ersten Soundprojekte gemacht. So bin ich dazu gekommen. Und erst in den letzten Jahren, wo mehrere Hersteller mit reingesprungen sind, gibt es eigentlich meines Wissens einige auch Sounddesigner oder Soundprojekthersteller in ganz Europa. Und es gibt so viele Lokomotiven zu vertonen, dass momentan man eigentlich nicht von Konkurrenz sprechen kann. Na super. Der Markt ist riesig. Ja, sehr schön. Mit anderen Worten, du hast im richtigen Moment das Richtige getan. Fällt mir der alte Goethe ein,
Nur ein guter Mensch ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Und das Zitat kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich habe hier ein Fabrikat von ESU, dem längsten Hersteller von Sounddecodern. Hier die neueste Generation, LogSound 4.0 mit 8-poliger Schnittstelle und einem 32 Megabit Flash-Speicher. Als Vergleich dazu vielleicht ganz kurz mal eine Generation, die älter als 10 Jahre ist. Das ist noch ein LogSound 2, 1 Megabit, ausgebaut aus einer älteren Tiger-Trommel. Riesengroß und nur ein Speicher von 1 Megabit. Damit kann man natürlich als Soundumbauwerkstatt nicht allzu viel anfangen, aber die Technik von damals war ebenso. Auch vom Klang her kommt dieser an den neuen Decoder nicht dran. Hier habe ich einen Sounddecoder der Firma Zimo. Das ist der sogenannte MX645. Wird sehr gerne verwendet von Modellbahnern, welche auf gute Fahreigenschaften sehr viel Wert legen. Weil da haben die Ingenieure von Zimo wirklich einen guten Wurf in puncto Decoder-Software gemacht. Als Vergleichstyp dazu nochmal für kleinere Spuren einen ganz neu entwickelten MX649, gerade für Spur N und TT sehr gut geeignet aufgrund seiner mechanischen Größe. Soundtechnisch vom Ablaufplan her eines Soundprojektes kann dieser genauso viel wie der große, nur dass eben die Funktionsausgänge und die Audio-Endstufe hier mehr Leistung haben. Dann ein dritter renommierter Hersteller aus München, die Firma Döhler & Haas. Hier die neueste Generation, der Plax 22 Sounddecoder. Seit etwa 2 oder 3 Jahren, ich weiß es jetzt nicht genau, macht diese Firma Sounddecoder. Sie ist eigentlich bekannt dafür, dass sie schon hauptsächlich für große Firmen wie Trix oder Märklin die Decoder geliefert hat, welche ihre Logs damit industriell seitig ausgestattet haben. Bei Döhler & Haas gibt es eine Besonderheit, das ist ein sogenanntes SUSI-Soundmodul, was dann in Verbindung mit einem normalen Decoder mit der vorhin erwähnten SUSI-Schnittstelle verbunden werden kann. Der Vorteil, hier kann ich das verteilen mechanisch und kann auch in Log, wo wenig Platzverhältnisse sind, das geschickt unterbringen. Hier der Decoder zum Beispiel, hier das Soundmodul und dann natürlich noch den Lautsprecher. Und last not least gibt es natürlich auch die Spur 1 und Gartenbahner. Da reichen natürlich diese Bauteile einfach nicht aus von der Leistung her. Für die gibt es natürlich entsprechend große Bausteine. Hier ein Beispiel, Zimo MX699 mit 10 Funktionsausgängen, einer sehr hohen Leistung, was die Motor- und Endstufen betrifft, um eben auch den Gartenbahn- oder Spur 1 Bedarf zu decken. Lautsprecher habe ich hier noch ein paar verschiedene liegen. Heute sehr modern. In Fachkreisen auch Brüllwürfel genannt. Das sind eigentlich Lautsprecher aus der Handytechnik, die mit einem speziellen Resonanzkörper versehen sind. Das sieht man hier. Die klingen erstaunlich gut, man denkt es nicht, sind aber kein Allheilmittel. Gerade bei Diesellokomotiven empfehle ich immer meinen Kunden, den größtmöglichen Lautsprecher mit den besten Frequenzen einzubauen. Und das sind eben nach wie vor große, runde Lautsprecher, die einfach eine bessere Bandbreite abdecken, damit man auch zum Beispiel Turbo- und Lüftergeräusche wesentlich besser hervorheben kann. Bei Dampflokomotiven, wo es nicht so auf die Höhen drauf ankommt, sind das doch sehr gute Bauteile. Aber wenn ich eine Diesellok umbaue im Manuelbereich, nehme ich immer sowas. Und das funktioniert natürlich nicht ohne Resonanzkörper. Der ist extra vorgesehen für die Rocco 120 und alle Aussparungen sind hier auch vorgesehen. Das werdet ihr nachher sehen. Noch eine Frage dazwischen. Mir ist jetzt aufgefallen, zum Beispiel bei ESU ist der Lautsprecher zugehörig zum Lieferumfang. Bei Zimo, Döhler und Haas nicht. Das heißt also, ich kann gemäß Spezifikation zum Decoder mir jeden beliebigen Lautsprecher dazu nehmen, nach meiner Wahl. Ist das richtig? Das ist richtig. Mittlerweile arbeiten alle mit einer Impedanz von 4 oder 8 Ohm, ja, je nach Typ und Ausführung und Hersteller. ESU liefert halt prinzipiell einen Lautsprecher mit, der sehr oft auch zur Anwendung kommt. Mhm. Aber bei speziellen Umbauten, wenn er nicht passt, kann man auch an den ESU-Decoder natürlich einen anderen Lautsprecher, ja, dranhängen. Genau. Der Hauptsache die Impedanz stimmt. Gut. Zimo und Döhler und Haas liefen prinzipiell die Lautstärke nach Bestellwunsch extra. Sehr schön. Gut, dann hätten wir jetzt, sagen wir mal, die möglichen Bauarten, Lieferformen von Sounddecodern kennengelernt. Ja.
Wir haben auch mal einen schon fast musealen Decoder gesehen. Wir wählen uns jetzt, wie schon gesagt, die Tiger-Trommel aus, Matthias. So, und nun mach mal. Welchen Decoder hast du jetzt für die Tiger-Trommel ausgewählt oder baust du jetzt einen Sound-Decoder nach Kundenwunsch ein? Hier steht jetzt eine Lok, wo ich den Kundenwunsch eines Zimo-Decoders erfülle. Der ESU soll raus und dafür soll ein Zimo rein. Aha. Nicht, weil der ESU jetzt unbedingt schlechter ist, sondern weil er einfach älter als 10 Jahre ist und nicht mehr das kann, was heute ein moderner Decoder zu leisten vermag. Richtig. Wir haben ja das ältere Bauteil auch schon gesehen. So wie es optisch, sagen wir mal, älter schon aussieht, genauso sind auch dessen Eigenschaften und Gebrauchswerte halt nicht mehr technischer Standard. Ja? Das ist richtig. Die Entwicklung in der Elektronik ist gigantisch innerhalb von 10 Jahren, ja. Vom Fortschritt her, was da passiert. Gut, Matthias, dann wollen wir mal. Gut, die zwei Bauteile lege ich mal beiseite und wir öffnen erstmal die Lok. Das ist nochmal ein bisschen verzwickt. Und das Gehäuse sitzt sehr straff. Das Gehäuse brauchen wir jetzt nicht, also stelle ich es mal hier oben drauf. Ja. Das Schöne ist bei diesem Modell, sie ist werkseitig so weit vorgerüstet, dass ohne große Fräs- oder Montagearbeiten hier ein Sounddecoder nachrüstbar ist. Ich entferne erstmal die Schnittstellenstecker, diesen brauchen wir ja nicht mehr. Hier sitzt ein Resonanzkörper, den ich direkt bei Rogoso kaufen kann. Ich finde diesen wesentlich besser als die kleinen Würfel, so wie das Modell jetzt ausgeliefert wird, und verwende bei meinen Umbauten ausschließlich dieses Bauteil. Das ist so geformt und alle Spritzen lassen, dass es genau hier hinpasst. Manchmal klemmt hier ein bisschen was verzwickt. So, zack. Der Vorteil ist, ich kann hier den 28 mm Lautsprecher einbauen, welcher für den Sound der Tiger-Trommel wesentlich besser geeignet ist als die kleinen Würfel. Den Sounddecoder habe ich vorbereitet. Der befindet sich hier auf dem Prüfstand und habe bereits den Flash mit dem Sound bespielt. Den nehme ich jetzt hier. Und wo hast du jetzt den Sound her? Den Sound habe ich auch selber gemacht, von der letzten Tiger-Trommel, die in Arnstadt noch aktiv lief. Also nicht aus dem Internet runtergeladen? Nein, nein, sondern nein. Das selbst ist auch verfertigt. Selbst gefertigt, eigene Gut. Kreation. Ja. Deswegen seid ihr ja hier. Ja. Richtig, alles Übrige könnten wir auch von zu Hause aus machen. Genau. So, ich nehme jetzt den Decoder, setze den hier. Nicht dorthin, wie Rocco ihn vorgesehen hat, sondern hierher, damit ich hier noch zwei Echos herkriege. Das war nochmal ganz kurz. Wozu die Echos? Die Echos dienen als Energiespeicher. Aha. Energiespeicher, warum? Ganz einfach. Die Lok hat nun mal eine begrenzte Anzahl von Rädern, die zur Stromabnahme dienen. Ich montiere nebenbei mal ein bisschen weiter. Ja. Zuerst befestige ich einfach mal den Decoder mit Hilfe eines doppelseitigen Spiegelbandes. Das hat sich hier über Jahre sehr bewährt. Mhm. Und schwupp, schwupp. Wenn ich jetzt gerade so nachdenke, nochmal zum Pufferkondensator. Ich habe ja auch eine solche Tiger-Trommel mit Sound, aber ohne Pufferkondensatoren. Unangenehm ist, wenn also gerade im weichen Bereich Spannungsunterbrechungen passieren, und das ist ja nicht auszuschließen, dann setzt der Sound immer wieder von vorne an und ist sehr unangenehm. Das könnte man ja genau dadurch verhindern. Richtig, da ist wahrscheinlich auch der Decoder noch etwas älter, der sich Mit immer sicher. Wieder bei einer Spannungsunterbrechung direkt auf das Startsample zurücksetzt. Ja. Bei modernen Decodern ist es so, dass sie dann bei den Spannungsaussetzern wieder dort einsteigen, ja. Wo der Sound auch aufgehört hat, ist in dem Punkt etwas hilfreicher. Aber das ist eben auch der Technik geschuldet, dass die sich ja ständig weiterentwickelt. Also müsste ich mich in Zukunft irgendwann mal in die Reihe der 2 Jahre Wartenden einreihen. Ja, genau. Da hast du aber auch lange Zeit zum Sparen. Ja, genau. So, jetzt nehme ich mal die Lupe, weil die Augen das sehen, was bei mir nicht mehr so richtig funktioniert. Und werde erstmal 2 Drähtchen an den Decoder löten.
Lötkolben habe ich vorgeheizt. Was ich jetzt hier bei dieser Lok nicht mache, ist die Trennung der Rücklichter an der Leiterplatte. Das ist theoretisch auch noch möglich. Aber der Kunde möchte gerne ständig mit Rücklichtern fahren. Das muss man auch berücksichtigen, damit er eben auch von hinten weiß, wo seine Modellbahn steht im Dunkeln. Das ist mitunter so. Es gibt natürlich, sage ich mal, Modellbahn-Profis oder anspruchsvolle Modellbahner, die gerne ein paar Euro mehr ausgeben und dafür natürlich auch die Rücklichttrennung in Kauf nehmen. Richtig, aber Matthias, das ist ja hier nicht unser Thema. Nein. So, Lautsprecher ist auch mal drin. Jetzt habe ich hier zwei Echos. Schön klein im Durchmesser. Kann man bestellen bei diversen Lieferanten. Mhm. Ich kaufe natürlich nicht in den großen Endkundenversandhäusern. Als Firma kann ich bei Lieferanten wie AS Online zum Beispiel kaufen, wo ich natürlich attraktivere Preise komme, als wenn ich, ich nenne das mal keinen Namen, darf ich nicht. Ja. Auch jeder weiß, wen ich meine. Habe ich mir hier Elkos gekauft, 1000 μ, 16 Volt, nur 8 mm im Durchmesser. Davon zwei Stück passen wunderbar rein in diese Lok. Die sind also diese 2000 geschalten, wie ich sehe. Ja, diese 2000 μ. 2000 μ. Helfen der Lok richtig, dass sie gescheit fährt. 16 Volt kann ich deswegen verwenden, weil auf diesem Decoder ein Schaltregler, der mir die Spannung, die Ladespannung für den Elko auf 16 Volt reduziert, schon vorhanden ist. Mhm. Bei anderen Decodern müsste ich hier entweder das Powerpack, wie zum Beispiel bei ISU, welche die extra für ihren Decoder entwickelt haben, verwenden. Da ist dann das auch mit dabei. Ja. Oder müsste selbst eine eigene Ladeschaltung mit einbauen. Auf jeden Fall kann ich den 16 Volt Elko nicht an alle Decoder direkt anschließen. Ja. Das geht nur dort, wo auch die Ladeschaltung vorhanden ist. Und die Pufferkondensatoren, die werden jetzt direkt am Decoder befestigt? Die werden jetzt direkt am Decoder befestigt, weil ich hier aufgrund des erwähnten Schaltreglers die Möglichkeit dazu habe. Und ich werde das dann nachher auch demonstrieren. Wenn ich ganz einfach die Lok mal kurz vom Gleis hebe, läuft der Sand noch eine gute Sekunde weiter. So. Immer schön aufpassen. Blaues Plus und graues Minus. Die meisten kennen das noch aus der Schule. Da heißt es immer rotes Plus und blaues Minus. Das war mal. Aber das war mal, genau. In der Digitaltechnik ist nun mal genormt nach der NMRA, dass der blaue der gemeinsame Plus ist. Genau deswegen verwenden manche den Decoder-Hersteller auch dazu, oder eigentlich meistens, die meisten verwenden. Auch hier nur ein Stückchen Klebeband. Na komm, geh ab. Also wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue, die Installation, der Einbau des Sounddecoders, wir sehen also auch schon an den Handgriffen, die zu tätigen sind, dass das nicht mehr für Otto-Normalverbraucher, für jeden Otto-Normalverbraucher die geeignete Tätigkeit ist. Nein, man muss schon ein bisschen umgehen können, gescheite Lötstellen machen etc. Logisch. So, ich habe das jetzt einfach nochmal freigebündelt. Die Installation ist soweit erledigt und jetzt gehen wir aufs Programmiergleis, um den ersten Funktionstest durchzuführen. Meistens mache ich erstmal ganz einfach nur eine kurze Fahrt und gucke, ob sich der Motor überhaupt in die richtige Richtung bewegt. Das tut er. Das Licht geht auch und jetzt schalte ich den Henning Sound ein. Ja, vielleicht einige Fragen, warum klingt denn das so leise? Ganz einfach, der Hut fehlt noch.
Wir werden das Ganze dann nochmal machen mit aufgebautem Gehäuse und sofort wird die Maschine etwas wuchtiger klingen. Das merkt man schon, wenn ich einfach mal so mache. Sehr schön. Hier spüren wir schon die Gesetze der Akustik. Nur setzen wir mal das Gehäuse drauf und werden ein neues Klangerlebnis vor uns haben. So, der Hut ist drauf und jetzt kommt's zum finalen Test. So gut, das war's. Wunderbar. Dieser Lok ist fertig und kann zum Kunden. Ich hoffe, dass wir Ihnen sehr deutlich die Möglichkeiten von Sounddecodern präsentieren konnten in all seinen Facetten. Wir waren hier auf Live-Sendung in der Meisterwerkstatt der Firma Henning in Arnstadt. Es war uns eine Freude, Ihnen die Vielfalt vermitteln zu können. In der vierten Folge unserer Sendereihe Digitaltechnik für Einsteiger werden wir uns dem Digitalsystem widmen. Bisher haben wir uns der Decodertechnik gewidmet. Jetzt kommen die Digitalsysteme ran und wir werden dort auswählen das Digitalsystem der Marken Fleischmann und Rocco, nämlich die Z21.